Es gibt gute Gründe für die Anziehungskraft, welche in Betrieb befindliche Dampflokomotiven auf Zuschauer und Mitfahrende ausüben. Dazu gehören die einsehbare und daher im Wesentlichen gut zu verstehende Energieumwandlung und ebenso die Mechanik des Antriebs, ganz im Gegensatz zur Blackbox einer E-Lok. Dazu kommt der außerordentlich lebendige Eindruck der feurigen Stahlrösser und ihr sehr vielfältiges Erscheinungsbild. Man sieht, dass schon zwei der allerersten Dampfloks in Deutschland, die Saxonia und die Pfalz, unterschiedliche Achsfolgen haben. Im Zenit der Dampflokzeit war eine riesengroße Vielfalt an Gattungen vorhanden. Man hatte sich nämlich eine möglichst optimale Eignung der jeweiligen Fahrzeuge für jeden einzelnen Verwendungszweck gewünscht, und es gab noch kaum eine zentrale Steuerung der Vorschläge und wenig Austausch von Erfahrungen. Wie fruchtbar ein Erfahrungsaustausch sein konnte, zeigt das Beispiel der sehr erfolgreichen badischen Gattung 4H, später 18/3. Bei ihrer Entwicklung bildeten die Erfahrungen europäischer Bahnverwaltungen, insbesondere der französischen Nordbahn, eine vortreffliche Ergänzung zum Fachwissen der deutschen Ingenieure, insbesondere Heinrich Baumann von der Eisenbahngeneraldirektion Karlsruhe und Anton Hammel aus der berühmten Lokschmiede Maffei. Der vorliegende Film möchte als Nachklang dieses Artenreichtums so weit wie möglich Lokomotiven der verschiedenen Baureihen vorstellen, die mit wenigen Ausnahmen im Zeitraum der 1960er bis 1980er Jahre bei der Reichsbahn der DDR und der Westdeutschen Bundesbahn noch vorhanden waren. Die Ausnahmen betreffen einige sehr interessante Loktypen, von denen keine Exemplare bis in diesen Zeitraum hinein überlebt haben, die wir aber dennoch in Erinnerung bringen möchten. 1914 fuhren auf den deutschen Staatsbahnen fast 30.000 Lokomotiven. 1920 gab es in Deutschland noch ca. 300 verschiedene Baureihen und Unterbauarten. 1925 führte das Vereinheitlichungsbüro, das aus Reichsbahnzentralamt und Lokomotivfabriken gebildet wurde, Typenbezeichnungen ein. Zwecks Rationalisierung veranlasste es den Bau von möglichst vielseitig verwendbaren Einheitsbauarten mit gemeinsamen Konstruktionsgrundsätzen, genormten Austauschbauelementen und so weiter. Zehn der ersten Einheitsschnellzuglokomotiven der DRG, gebaut ab 1925, wurden mit einem anspruchsvollen Vierzylinder-Verbundtriebwerk ausgestattet. Fast zeitgleich entstanden 10 Loks mit nur 2 Zylindern und einstufiger Dampfdehnung. Diese hier zu sehenden Loks hat man als Baureihe 01 bezeichnet, die Vierzylinder-Version als Baureihe 02. Beide Typen wurden im harten Alltagsbetrieb erprobt. Letztendlich setzte sich die 01 durch, vor allem weil sie aufgrund ihres einfacher zugänglichen Triebwerks besser zu warten war. Diesen Vorteil konnte die 02 trotz ihrer größeren Laufruhe und ihrer leichten Überlegenheit in bestimmten Leistungsbereichen nicht kompensieren. Nach Darlegungen des Dampflok-Experten Theodor Düring hätte allerdings eine professionellere Konstruktion der 02 dieser zu einem größeren Vorsprung verhelfen können. Die Baureihe 01, insgesamt 242 Stück, erfuhr im Laufe der Jahre immer weitere Verbesserungen und Variationen. Lokomotiven der Gattung 01 sind schnell, aber wir kennen schnellere. Sie sind stark, jedoch nicht die stärksten. Sie sind schön, aber viele Fans schwärmen noch mehr für andere Typen.
aber die 01er ist die deutsche Dampflokomotive schlechthin. Lok 01 150 präsentiert den Rheingold-Express der 20er Jahre. Diese Lok war und ist fast ohne Rast unterwegs. In ihrem überaus wechselvollen Dasein führte sie zum Beispiel aus Anlass des 100-jährigen Bahnjubiläums 1935 eine 01er Lokparade vor Adolf Hitler an. Später überstand sie das 1977 verfügte DB-Dampflokverbot durch Ausweichen auf Privatstrecken, wie hier zum Beispiel auf die der Teutoburger Waldeisenbahn. Wir sehen unsere Einheitsschnellzug-Schlepptenderlokomotive Baureihe 01 der ehemaligen Reichsbahn zusammen mit einer ehemals preußischen Personenzug-Schlepptenderlok der Gattung P8, später Baureihe 38. DB-typisch kleine Witte-Windleitbleche. Schließlich wurde die Lok 01150 im Jahre 2005 bei großer Flamme geröstet, beim Lokschuppenbrand in Nürnberg-Gostenhof. Unerschrockene Idealisten und das Dampflok-Ausbesserungswerk in Meiningen haben den Schienenstar wieder auf die Beine bzw. die Räder gestellt. Im Jahr 2015 gab es noch 13 der klassischen 01-Exemplare, einschließlich dreier Maschinen mit DB-Neubaukesseln. Immerhin noch 4 sind betriebsbereit. Sie fahren munter auf ihren faszinierenden, 2 Meter großen Treibrädern umher und sind ein Genuss für Auge, Ohr und Nase. Die letzten planmäßigen Einsätze der klassischen 01er im hochwertigsten Schnellzugdienst erfolgten vom BW Berlin-Ostbahnhof und vom BW Dresden-Altstadt aus. 1977 haben wir eine solche 01er mit ihrem Reisezug in Radebeul mit der Filmkamera eingefangen. Hier befand sich auch das BW der örtlichen Schmalspurbahn. Das sichtbare Interesse an der strategisch unbedeutsamen, jedoch liebenswerten Bimmelbahn sollte uns vor einer Verfolgung durch die Transport- oder Volkspolizei schützen. Die für die 190 Kilometer lange Strecke Berlin-Dresden eingesetzten Fernschnellzüge trugen Namen wie Istropolitan, Meridian oder Pannonia. Sie fuhren weiter nach zum Beispiel Bratislava, Belgrad und Sofia. Lok 01 118 ist seit ihrem ersten Einsatz bis heute ohne eine einzige Unterbrechung im Dienst. Erst für die Deutsche Vorkriegsreichsbahn, dann für die Reichsbahn der DDR, dann nach Verkauf an die historische Eisenbahn Frankfurt ab 1981 auf deren Gleisen. Ab 1985, dem Jahr des 150-jährigen Bahnjubiläums, durfte sie wieder die Strecken der Deutschen Bundesbahn befahren und schließlich nach der wundersamen Wiedervereinigung ab 1991 die vereinigten Gleise der Deutschen Bahn. Wir begleiten einen planmäßigen Einsatz der Lok 01 118 ab Saalfeld und Sonderfahrten von 01 118 und ihrer Schwesterlok 01 137, letztere unterwegs nach Belzig zum großen Pazifiktreffen mit 03 235 und 18 201. Pazifiklokomotiven haben die Achsfolge 2C1.
Laufe des Jahres 1981 verschwand auch diese Insel der nostalgischen Glückseligkeit aufgrund eines Streiks der polnischen Steinkohlebergbauarbeiter. Die Devise lautete allmählich »Wieder zurück zum Öl«, da die Bahnelektrifizierung in der DDR nur langsam voranschritt. Bevor es unter den Schneidbrenner kam, fand so manches edle Stahlross noch eine Zeit lang Verwendung als Dampfspender bzw. Heizlok in Bahnbetriebswerken oder Fabrikanlagen. Ab 1957 erhielten 50 Loks vollständig geschweißte Hochleistungs-Neubaukessel mit Verbrennungskammern. Die Leistung ihrer Dampfmaschinen betrug 2330 PSI, die Höchstgeschwindigkeit 130 km pro Stunde. 01220, eine der letzten drei Exemplare, steht als Denkmal in Treuchtlingen. Eine andere Lok, 01180, ist inzwischen wieder fahrbereit und hat bereits große Touren absolviert. 01133, begleitet von 03252, verlässt auf der großen Pazifik-Abschiedsfahrt 1969 den Hauptbahnhof Essen. Man erkennt diese wuchtigen Umbauloks auch am niedrigen Schornstein mit großem Durchmesser, am Fehlen des Speisedoms, am veränderten vorderen Rahmenteil und am Umlauf. Bei den Umbau 01ern hatte man mit mancherlei hartnäckigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Erwähnt seien Probleme mit dem richtigen Feuerbett, mit Flugascheverschmutzung des Heißdampfseitenzugreglers und mit Wasserüberreißen. Der Kessel erwies sich jedoch als guter Dampfmacher. Einige der Loks wurden unter geschickter Hand zu wahren Rennern. Hier können wir einige der sehr beeindruckenden Maschinen bewundern, die in der DDR durch Umbau von 35 Exemplaren der klassischen 01er entstanden waren. Die Anzahl der Veränderungen, unter anderem ein außerordentlich leistungsfähiger Kessel, Verstärkung des Fahrwerks, Verkleidung der Kesselaufbauten, war so hoch, dass eine eigene Baureihe gekürt wurde. Etwa die Hälfte der Loks bekam eine Ölhauptfeuerung. Sie beförderten Züge unter anderem auf den Relationen Berlin-Hamburg, Magdeburg-Rostock und Erfurt-Bebra. In Bebra kam es regelmäßig zu deutsch-deutscher Begegnung zwischen Eisenbahnern und Fahrzeugen. Gegen Ende ihrer Laufbahn trafen sich Loks aus den Baureihen 01, 01 hoch 5 Kohle und 01 hoch 5 Öl im Personen- und Schnellzugeinsatz von Saalfeld aus. So blieb das Mekka der Pufferküsser, wie manche das BW Saalfeld und seine Fans nannten, bis zuletzt hochattraktiv. Vier Maschinen der Baureihe 01 hoch 5 blieben erhalten, davon sind zwei zurzeit betriebsbereit. Thank you.
Die meisten Lokomotiven der Reihe 01/10 waren ursprünglich vollständig verkleidet. Dies führte bei hohen Geschwindigkeiten zu Brennstoffersparnis und Gewinn an Zugkraft. Die Maschinen verfügen über ein Drillingstriebwerk, welches ihnen beim Anfahren und bei ihrer schnellen Fahrt mit D- und FD-Zügen zu großer Laufruhe verhalf. Der Grund liegt darin, dass sich die Massenkräfte der um rund 120 Grad gegeneinander versetzten Kurbeltriebe größtenteils ausgleichen. Dies erlaubt hohe Drehzahlen. Die Verschalung erschwerte jedoch die Wartung von Trieb und Fahrwerk. Während des Weltkriegs und danach gab dies Anlass zu ihrer Entfernung. Wir begleiten die in ihrer endgültigen Form rund 2500 PSI starke und 140 km pro Stunde schnelle, ölgefeuerte Variante dieser Loktype. Sie gilt im Hinblick auf Leistung, Wirtschaftlichkeit, Handhabung und äußere Gestaltung als eine der Krönungen des deutschen Dampflokomotivbaus. Das Einsatzgebiet dieser Maschinen erstreckte sich erst auf weite Bereiche Deutschlands, einschließlich steigungsreicher Strecken. Später konzentrierten sich die Relationen auf Norddeutschland, wo sich die Lokomotiven insbesondere bei Langläufen als sehr zuverlässig erwiesen, zuletzt vor allem auf den Rennstrecken Hamburg-Westerland und Rheine-Emden. Wie im Märchen erging es dieser in Bebra als Denkmal aufgestellten Lokomotive. Hochmotivierte Dampflokfreaks mit viel Kohle holten sie nicht nur vom Sockel und ließen sie betriebsbereit aufarbeiten, sie versahen sie sogar wieder mit einer Stromlinienvollverkleidung. Zwei dieser Loks, 01-1100 und 01-1066, erregten 1985 Aufsehen bei den Sonderfahrten zum 150-jährigen Bahnjubiläum. Unsere filmfreudige Familie hatte sich schon ein Jahr zuvor ein Zimmerchen in Hersbruck gesichert, um dem Andrang aus aller Welt zuvorzukommen, was sich als richtig erweisen sollte. Inmitten landschaftlicher Schönheit boten die wuchtigen Stahlrösser mit ihren historischen Schnellzugwagen beeindruckende und gefragte Zeitreisen. Zurzeit betriebsbereit sind 01-1066, eine der noch vorhandenen ölgefeuerten Loks, und 01-1075, eine der beiden kohlegefeuerten Lokomotiven dieser Baureihe. Holländische Eisenbahnfans sorgten für ihre Wiederinstandsetzung. Wir sehen sie im Traditionsbahnbetriebswerk Bochum-Dahlhausen. Die andere Kohlelok, Betriebsnummer 01-1056, rostete auf einem Sockel in Rheine vor sich hin, bis das Museum Darmstadt-Kranichstein sie unter seine Fittiche nahm. In den 20er Jahren herrschte der Wunsch nach einer Verbesserung des Wirkungsgrades der Dampfmaschine. Je höher die Temperatur des Wasserdampfes, desto höher der Kesseldampfdruck. Dies führte unter anderem zur Erprobung sehr großer Druckgefälle, meist bei Verwendung von Zweidruckkesseln. In Deutschland entstand die extrem komplexe Schwarzkopf-Löffler-Hochdrucklok H02-1001 für 120 bar mit einem Dreizylinder-Heißdampf-Verbundtriebwerk. Man beachte unter anderem die extrem schmalen Hochdruck-Außenzylinder. Diese Versuchslok mit immerhin ca. 20% Brennstoffersparnis gegenüber der Baureihe 01 fand nie in einem planmäßigen Betrieb Verwendung. Herstellung und Unterhalt waren noch viel zu aufwendig, Funktions- und Betriebssicherheit längst nicht hoch genug, um einen Anreiz zum weiteren Bau technisch derart hochentwickelter, jedoch völlig unausgereifter Lokomotiven zu schaffen. Man muss wissen, dass hohe oder gar sehr hohe Temperaturen und Drücke besondere Anforderungen an Maschine und Material stellen. Beispielsweise waren geeignete Fluorkohlenstoffverbindungen als Hochdruckschmier- und Dichtungsmittel derzeit noch nicht bekannt.
Als der Oberbau vieler Hauptstrecken für schwere Schnellzugloks wie die 01er oder 39er noch nicht geeignet war, baute man fast 300 Stück der leichteren Bauart 03. Diese genügten in der Regel den in sie gesetzten Erwartungen, insbesondere dann, wenn die Strecken durchweg eben und nicht länger als ca. 450 Kilometer waren. So kamen die Loks zum Beispiel bis 1958 auf der sogenannten Rollbahn von Hamburg bis nach Köln. Noch in den 70er Jahren fuhren die 03er im hochwertigen Reisezugdienst auf vielen Flachlandstrecken der DDR. Die 03268 und 03276 gehörten Mitte 1966 zu den letzten fünf der in Köln-Deutzer Feld beheimateten Lokomotiven der Bauart 03. Einige dieser Maschinen waren bereits zu den Bahnbetriebswerken Mönchengladbach und Hamburg-Altona versetzt worden. Von da aus suchten sie bei ihren Einsätzen wiederum das BW Köln-Deutzer Feld auf, um regeneriert zu werden. Dort haben wir ausgiebig gefilmt. Das erstgebaute 03-Exemplar zeigt sich hier in seiner klassischen Eleganz. Eine der letzten DB03er gibt ein spektakuläres Gastspiel auf der Kölner Stadthafenbahn. Schattenriss kann man hier die filigrane Struktur der Maschine bewundern. Eilzug bei Aschersleben auf dem Weg nach Berlin-Schöneweide. Für Wessis war der Anblick des trapezförmigen Kastens der Mischvorwärmeanlage über der Rauchkammer der DR-Loks recht gewöhnungsbedürftig. Hiermit lässt sich jedoch ca. 15% der eingespeisten Wassermenge durch Kondensation zurückgewinnen. Zudem wird das Speisewasser vorgewärmt, entgast und entschlemmt. Öl wird abgeschieden und Kesselsteinbildner ausgefällt. Anfang 1932 baute Krupp zwei Vierzylinder-Verbund-Versuchslokomotiven Baureihe 04
welche mit einem Kesselüberdruck von 25 Bar arbeiteten. Sie glichen bis auf die Dampfmaschine und das Triebwerk äußerlich der Baureihe 03. Erfolge und Rückschläge dieser interessanten Neuentwicklungen beschreibt sehr engagiert Theodor Düring. Für die Strecken mit schwächerem Oberbau wurde eine 03-Variante, die laufruhige dreizylindrige 03 hoch 10 gebaut. Auch ihre stromlinienförmige Verkleidung hat man später entfernt. Sowohl die Loks, die zur DB kamen, als auch die der DDR zugeteilten Maschinen erfuhren eine Rekonstruktion, hier die DB-Loks als Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Die DR-Loks, gleich in Farbe zu sehen, erhielten dabei zudem eine Ölfeuerung. Man kann sie zu den leistungsfähigsten Schnellzuglokomotiven Deutschlands zählen. Aber auch die kohlegefeuerten Loks der DB erwiesen sich als leistungsstark. So vermochten sie zum Beispiel in den 50er Jahren leichte Fernschnellzüge wie den Merkur zwischen Hamburg-Altona und Frankfurt am Main ohne Wechsel zu befördern, das sind rund 700 Kilometer. Später mit stärkerem Neubaukessel zogen sie sogar stattliche Reisezüge von Hagen nach Kassel durch das bergige Sauerland, wobei allerdings auch dem Personal einiges an Mühe abverlangt wurde. Diese Maschinen erhielten einen mechanisch betriebenen Deckel auf ihrem Kohlenkasten. Er war allerdings beim Personal wenig beliebt, weil er oft klemmte. Nur von den DR-Loks blieben zwei übrig, davon eine, die 03010, betriebsbereit. Diese gepflegte und mit Messingteilen verzierte Lok, die eine Zeit lang in der ehemaligen Fahrzeugversuchsanstalt Halle Dienst tat, hatten wir gerade noch rechtzeitig bei unserem Ost-Berlin-Aufenthalt 1979 mehrfach im normalen Plandienst vor unseren Kameralinsen. Sie verkehrten derzeit in ihrer letzten Saison zwischen Berlin und Stralsund vor dem sogenannten Bäderzug. Unter den hauptsächlichen Gründen dafür, dass bestimmte Dampflokbaureihen entgegen der Planung die 80er Jahre noch erreichten, finden wir an erster Stelle die hohe Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit dieser Stahlrösser. Weiter die schleppende Fertigstellung geeigneter Großdiesellokomotiven als Ersatz. Ein Beispiel hier im Norden ist die 142er, genannt Ludmilla, als Ersatz für unsere 03 hoch 10. Ferner massive Kinderkrankheiten anderer Dieselloks. Als Beispiel die 119er, vorgesehen als Ersatz für die Bergkönigin Thüringens, Baureihe 95, die im Vorspann dieses Films im Doppel vorbeidonnert. Weiter die Planungsunsicherheit durch den kurzfristigen Wechsel von Kohle- und Ölengpässen, wie auch von politischen Entscheidungen. Die Elektrifizierung der Hauptstrecken schließlich war durch Material-, Devisen- und Fachpersonalmangel stark beeinträchtigt. Erst ab 1972 nahm sie richtig Fahrt auf. Im Mai 2004 war die Fahrzeughalle 1 des Verkehrsmuseums Nürnberg für Besucher gesperrt. Die dort schwer zugänglich ausgestellte, 120 Tonnen schwere Schlepptender-Schnellzug-Dampflok 05001 wurde auf das zur neuen Halle führende Gleis mittels eines sogenannten Deutschlandgeräts verschoben und abgeschleppt. Im Gegensatz zu ihren beiden Schwesterloks hat sie ihre ursprüngliche weinrote Verkleidung wiederbekommen. Die fast 2400 PSI starken
und 175 km pro Stunde schnellen, dreizylindrigen Maschinen der Baureihe 05 besaßen 2,30 Meter große Kuppelräder. Lok 05002 erzielte mit 200,3 km/h einen Weltrekord, bei der Reservelokführer Ernst Höhne binnen einer Stunde 3 Tonnen Kohle in die Feuerbüchse schaufelte. Die Zylinderleistung erreichte dabei 3400 PSI. Eine der drei Loks wurde versuchsweise mit vornliegendem Führerstand und Stehkessel versehen. Ihre Befeuerung erfolgte zeitweilig durch Kohlenstaub. Das Aufkommen dieselelektrischer Schnelltriebwagen vor dem Zweiten Weltkrieg hatte zum Bau dieser Lokgiganten geführt, denn sie vermochten in den gleichen Dienstplänen wie die Triebwagen zu laufen. Dabei ermöglichte ihr Einsatz eine bessere Anpassung an die Zahl der Fahrgäste über die variable Anzahl der Waggons, und die Lokomotiven konnten im Gegensatz zu den Triebwagen Speise-, Schlaf- und Kurswagen mitführen. Ihr Unterhaltungsaufwand war allerdings wesentlich höher. Darüber hinaus ließen sich diese stromlinienförmig verkleideten Maschinen zu Experimentalzwecken wie zum Beispiel der Erprobung von Schnellzugwagen verwenden. Der Weltkrieg und die darauffolgende Umorientierung zur Diesel- und elektrischen Traktion verhinderte eine weitere Karriere verschalter Dampflokomotiven. Der durch den verringerten Luftwiderstand erreichte Zugewinn an Leistung fiel weniger ins Gewicht als der erhöhte Wartungsaufwand. Die 05er machten sich jedoch ohne Verkleidung in der Nachkriegszeit noch einige Jahre mit ca. 150.000 Kilometer jährlicher Laufleistung in Fernzugplänen zwischen Hamburg, Köln, Hannover und Frankfurt nützlich. Ihr letztes Einsatz-BW war bis 1958 Hamm. So geschah es, dass auf einer Hamsterfahrt ein gewisser Knabe seine Mutter frühmorgens im Hauptbahnhof Essen zappelnd auf die ungewohnt riesigen Treibräder einer langsam durchfahrenden Lok aufmerksam machte. Für die Traktion besonders schwerer Schnellzüge oder schwerer Züge im Hügelland versah die DRG die 1939 entwickelten Lokomotiven der Baureihe 06 mit 4 Treibachsen Folge 2D2 mit 2 Meter großen Kuppelrädern, einem Drillingstriebwerk und dem größten jemals in Deutschland hergestellten Lokkessel. Es entstanden aber nur 2 dieser 26,5 Meter lang stromlinienförmig verkleideten Kolosse, da sie für deutsche Gleisverhältnisse überdimensioniert waren, zum Beispiel in engen Radien leicht entgleisten und oft Schäden aufwiesen. Überdies fanden sie mit ihren rund 3700 PSI derzeit nicht immer eine sinnvolle Verwendung. Eingesetzt wurden sie überwiegend auf der Relation Frankfurt am Main-Erfurt. Die DB nahm 1956 nochmals einen Anlauf zum Bau einer sehr leistungsfähigen Dampflokbaureihe. Wegen der mittlerweile unaufhaltsamen Systemumstellung wurden daraus jedoch nur noch 2 von Krupp gelieferte, 2500 PSI starke Exemplare der Baureihe 10, die in einigen Kenndaten, zum Beispiel ihrem Drillingstriebwerk, den 05ern glichen. Zu den Unterschieden zählten kleinere Kuppelräder und eine dementsprechend geringere Höchstgeschwindigkeit, sowie eine Teilverschalung, welche das Triebwerk zur Wartung im Stand und zur Kühlung während der Fahrt freiließ. Nach Bebra war der letzte Einsatzort der imposanten Lokomotiven Kassel, von wo die Zehner die Strecke nach Münster und Gießen bedienten. 1967-68 wurden die überflüssig gewordenen Maschinen nach Zylinderschäden abgestellt. Auf unsere Bitte hin zog das Lokpersonal die 10001 frisch betriebsverschmutzt noch einmal aus dem Lokschuppen des BW Kassel. Thank you.
Die futuristisch und sehr ästhetisch anmutende, technisch ausgereifte 15001, Gattung S26, wurde 1906 als Einzelexemplar vom berühmten Lokkonstrukteur Anton Hammel bei der Firma Maffei gebaut. Die zweistufige Dampfdehnung ihres Vierzylinder-Verbundtriebwerks mit zwei Hochdruck- und zwei nachfolgenden Niederdruckzylindern verbessert die Ausnutzung der im Dampf enthaltenen Energie. 1907 stellte die mit 2,20 Meter großen Treibrädern ausgestattete S26 mit 154 km/h und 150 Tonnen Anhängelast einen deutschen Geschwindigkeitsrekord auf. Sie führte Schnellzüge auf Strecken in Süddeutschland, wobei sie auf dem linksrheinischen Netz jährliche Laufleistung bis 100.000 Kilometer erzielte. Nach 19 Dienstjahren war ihre Reibungslast jedoch für die schwerer gewordenen Züge, besonders beim Anfahren, zu gering geworden. Sie bekam einen Ehrenplatz im Verkehrsmuseum Nürnberg. Hier begegnet die S26 ihrer ebenfalls sehr attraktiven Zeitgenossin, der badischen 2D. Diese mächtige Lok hier im grauen Fotografieranstrich hatte noch ein Vierzylinder-Verbundtriebwerk auf der weniger energiereichen Nassdampf- statt Heißdampfbasis. Dennoch war sie im hochwertigen Verkehr sehr leistungsfähig und zuverlässig und mit ihren 2,10 Meter großen Treibrädern bis zu 144 km/h schnell. Sie erregte wie die S26 weltweites Aufsehen und legte jährlich rund 110.000 Kilometer zurück. Die Reichsbahn-Einordnung als 2B1-Lok in die Baureihe 14 erlebte sie allerdings nicht mehr. Die oldenburgische S10, die in drei Exemplaren für kurze Zeit im Schnellzugverkehr zwischen Oldenburg und Hannover eingesetzt wurde, wies die für eine Schnellzuglok ungewöhnliche Achsfolge 1C1 auf. Mindestens ebenso außergewöhnlich war ihre Lenz-Ventilsteuerung. Schließlich war auch ihr einfaches Zwillingstriebwerk für eine Länderbahnschnellzuglok eine Seltenheit. Ihre Konstruktion ergab sich aus speziellen Erfordernissen, die Gründe für ihren Misserfolg waren vielfältig. Die Loks fuhren aber noch kurze Zeit als Einheitsbaureihe 16. In den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts beschafften die meisten Länderbahnen schwere 2C1-Maschinen, spätere Bezeichnung Baureihe 18, für länger und schwerer gewordene Schnellverkehrszüge. Die sparsamen Preußen dagegen begnügten sich mit 2C-Maschinen der späteren Baureihe 17. Diese waren im Durchschnitt um ca. 300 PSI schwächer als die 18er, dennoch vermochten insbesondere die Loks der beiden Unterbauarten 17 hoch 10, hier als Museumslok, und die 17 hoch 11 gleich als Modell, aufgrund ihrer sehr gelungenen Konstruktion selbst vor schweren Reisezügen gut mitzuhalten. Einige wurden von Dortmund aus im Ruhr-Schnellverkehr eingesetzt. Manche 17er leisteten mehr als 50 Jahre Dienst. Man beachte zu Vergleichszwecken die Radhauben. Alle preußischen 17er haben fast 2 Meter große Kuppelräder. 17 hoch 11 unterscheidet sich von 17 hoch 10 unter anderem durch ein höher liegendes Umlaufblech ohne Radkästen. Beide Bauarten besitzen ein Vierzylinder-Verbundtriebwerk, welches wesentlich zu ihrem Erfolg beigetragen hat. In den 30er Jahren kam es sogar zu spektakulären Einsätzen vor Fernschnellzügen und bei Testfahrten erreichten 17er Geschwindigkeiten bis zu 152 km/h. Erst durch die schwereren und stärkeren Einheitslokomotiven und die Neubauloks der Baureihe 23 hoch 10 wurden die 17er von den Gleisen verdrängt oder zum Vorspanndienst auf Rampen degradiert. Von den weniger leistungsfähigen, schon früh abgestellten Loks mit Vierlingsantrieb, Baureihe 17 hoch 0, überlebte kein Exemplar. Wir setzen dieser Baureihe ebenfalls ein Denkmal auf unserem Modellbahnmodul, zum Teil zusammen mit dem Modell der Baureihe 17 hoch 11. Die letztere erkennt man leicht daran, dass die zwei außenliegenden Hochdruckzylinder über Kolben und Treibstangen die zweite Kuppelachse antreiben.
Die zwei innenliegenden Niederdruckzylinder arbeiten, nicht sichtbar, auf die erste Kuppelachse. Bei einer Lok der Baureihe 1700 hingegen wirken alle vier Zylinder, zwei davon sichtbar, in gleichem Maße auf die erste Kuppelachse. Bei diesem Vierlingsantrieb sind die Zylinder gleichgeschaltet, sodass es nur zu einer einstufigen Ausdehnung des Dampfes kommt. Zuletzt ein Blick in eine zu Lehrzwecken aufgeschnittene Lok der Baureihe 17-2. Zu sehen sind die Heiz- und Rauchrohre, etwas später auch die Überhitzerrohre innerhalb der Rauchrohre. Vom Drillingstriebwerk dieser Unterbauart versprach man sich beim damaligen Stand der Technik die geringere Bruchanfälligkeit einer einfach statt doppelt gekröpften Treibachse. Die sehr guten Anfahreigenschaften der 17-2-Loks führten oft zu ihrem Einsatz im Personenzugdienst mit vielen Haltepunkten. Einige Drillings-17er wurden versuchsweise auf Gleichstromzylinder umgebaut, etliche SC-1 später auf Braunkohlen-Kohlenstaubfeuerung, zum Teil mit Kondenstender. Vor allem aber sind die Dreizylinder-Verbund-, Mittel- und Hochdrucksvarianten mit 25 bzw. 60 Bar zu erwähnen. Die Hochdrucklok H17-206 wies eine komplizierte Bauart mit einem Zweidruckkessel auf und zeigte sich im Vergleich zu der H02 als relativ funktions- und betriebstüchtig. Die 1900 bis 1920 immer schwerer gewordenen Züge verlangten Lokomotiven mit größeren Dampfkesseln. Die hierdurch erhöhte Achslast musste im Hinblick auf den Gleisoberbau auf zusätzliche Radsätze verteilt werden. Den krönenden Abschluss dieser Entwicklung bildeten bei den Reisezügen in den meisten Fällen die sogenannten Pazifik-Loks mit der Achsfolge 2C1. Die Sächsische Staatsbahn baute als spätere Baureihe 18-0 die größten und leistungsfähigsten der Länderbahn-Pazifik-Loks. Hier flossen bereits Erkenntnisse der anderen früher entwickelten Länderbahn 18er mit ein. Außerdem nahmen sie einige Charakteristika der kurze Zeit später entwickelten Einheitsloks bereits vorweg. Die Loks hatten ein in Sachsen ungewohntes Drillingstriebwerk, sie waren gute Dampferzeuger und sehr bedienungsfreundlich. Auf den von Dresden ausgehenden Schnellzugstrecken bespannten sie bis zu 500 Tonnen schwere D-Züge, unter anderem nach Berlin, Leipzig, Chemnitz, Stettin, Breslau und Görlitz, bei Tagesleistungen bis zu 1000 Kilometern. Wegen der Bevorzugung der nur um 100 PSI stärkeren, aber dank ihrer vier Treibachsen sehr repräsentativen sächsischen Loks der Baureihe 19-0 blieb es aber bei lediglich 10 Exemplaren dieser bemerkenswerten Gattung. Relativ klein, aber sehr elegant und recht leistungsfähig, unter anderem wegen eines sehr verdampfungsfreudigen Kessels, präsentierte sich die württembergische Klasse C im hügeligen Gelände ihrer Heimat, sogar vor internationalen Schnellzügen wie dem Orient-Express. Um der topografischen Herausforderung erfolgreich zu begegnen, hatten ihre Erbauer sie mit relativ kleinen Treibrädern ausgestattet, was auch dazu führte, dass man sie in einem späteren Stadium vom BW Rosenstein aus sehr gut zusammen mit 39ern einsetzen konnte. Diese verdrängten sie dann allmählich von den erstklassigen Hauptstrecken. Eisenbahnkundigen war der Loktyp als »schöne Württembergerin« ein Begriff. Sie stand aber dennoch etwas im Schatten der bayerischen S36 und der badischen 4H. Dabei wichen ihre Konstruktion und ihr Aufbau von diesen und weiteren Südländergattungen in bemerkenswert eigenständiger Weise ab. Die mittlere induzierte Leistung lag bei ca. 1840 PS. Die Lokomotiven konnten einen 408 Tonnen schweren Zug mit 70 km/h über eine 10 Promille Steigung ziehen.
Die Bezeichnung 18 hoch 2 galt für 35 höchst elegante badische Maschinen der Gattung 4F, Vorgänger der legendären 4H-Lokomotiven. Sie waren die ersten deutschen Pacifics und wiesen einen starken Einfluss des amerikanischen Lokomotivbaus auf. Wegen einiger schwerwiegender Nachteile im Betrieb, insbesondere des hohen Verschleißes des Triebwerks mit seinen für eine Schnellzuglok relativ kleinen Kuppelrädern, wurde diese Baureihe schon bald ausgemustert. Wir improvisieren einen Rollenprüfstand zur Beobachtung des arbeitenden Triebwerks am Modell. Beispiele der 18 hoch 2 Baureihe in der Farbgebung beider Epochen zeigen, wie überaus ansprechend die Maschinen gestaltet waren. Das Kennzeichen 18201 ist eine willkürliche Zweitbenutzung der Baureihe 18 hoch 2. Da kein 4F-Exemplar überlebt hat, ist eine Verwechslung mit einer echten Lok dieser badischen Baureihe nicht möglich. Die 18201 ist ein weltberühmtes Unikat. Sie diente vor allem der Fahrzeugversuchsanstalt in Halle zum Entwickeln und Testen von Langstreckenwagen, insbesondere bei Geschwindigkeiten bis 160 km/h. Für die Verwendung als Bremslok bekam sie eine Gegendruckbremse. Die Filmbilder zeigen ihr ungewöhnliches Äußeres. Die aerodynamische treibstoffsparende Teilverkleidung, welche die Kesselaufbauten und die Rauchkammertür einbezieht, bildet einen besonderen Hingucker. Die 18201 entstand unter Sparzwang aus mehreren Teilen der ausgemusterten Hochdruckversuchslok H45024, dem Kessel einer Lok der Baureihe 22 und insbesondere dem Fahrwerk einer ehemaligen Henschel-Wegmann Schnellfahrtenderlok der Baureihe 61. Mithilfe der 2,30 Meter großen Treibräder dieses Fahrwerks, welche die 61er bis auf 180 km/h gebracht hatten, ist die 18201 heute die schnellste betriebsfähige Dampflok der Welt. Zur Ergänzung folgen Bilder der 61001 als Foto und als Modell. Diese symmetrisch gebauten Tenderlokomotiven brauchten nicht gedreht zu werden und waren bei der Rückwärtsfahrt ebenso schnell wie vorwärts. Die Henschel-Wegmann-Züge mit jeweils 4 Stromlinienwaggons wurden zwischen Berlin und Dresden eingesetzt. Ihre 61er Zugloks, 2 an der Zahl und mit einigen konstruktiven Unterschieden an Fahr- und Triebwerk, bewältigten diese 176 Kilometer lange Strecke in nur 102 Minuten. Die Vierzylinder-Verbundlokomotiven der badischen Baureihe 4H, später 18 hoch 3, entstanden unter der Leitung von Heinrich Baumann und Anton Hammel, wobei unter anderem die Erfahrung mit den badischen Baureihen 2D und 4F sowie Erkenntnisse des französischen Lokomotivbaus berücksichtigt wurden. Bei ihrer Indienststellung waren sie Deutschlands leistungsfähigste Schnellzugloks. Gelobt wurde unter anderem ihr ruhiger Lauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten und in Kurven. Ihre 2,10 Meter großen Treibräder prädestinierten sie für die Ebene. Gleichwohl bewährten sie sich später auch hervorragend im Hügelland. Ihre besonders sorgfältig durchgebildeten Kropfachsen aus speziellem Chrom-Molybdän-Stahl hielten bis zu 2 Millionen Kilometer durch. Diese Lokomotiven sind zusammen mit den bayerischen S36-Maschinen für viele Experten und Eisenbahnfans die attraktivsten der deutschen Dampfloks. Manche geben der symmetrischen Gestaltung im Triebwerksbereich der S36 ästhetisch den Vorzug gegenüber der eigenwillig erscheinenden schrägen Anordnung der Hochdruckzylinder der badischen Lok. Doch gerade dieser Zylinderblock und seine meisterhafte Einbettung in die raumsparende Gesamtkonstruktion der Antriebseinheit macht diese Lok für ihre Bewunderer besonders attraktiv. Zu den Höhepunkten ihres Einsatzes zählten sicher die Führung des Fernschnellzugpaares Rheingold
von Basel bis Mannheim und manchmal darüber hinaus bis Emmerich, ein Langlauf von 660 Kilometern. Drei Loks der Baureihe 18/3 hat man nach dem Zweiten Weltkrieg beim Versuchsamt Minden und eine bei der Versuchsanstalt Halle gründlich aufgearbeitet. Der Einbau von Gegendampfbremsen machte sie als Bremsloks tauglich. Lok 18314 wurde unter der Leitung von Max Baumberg sehr weitgehend rekonstruiert, wozu auch eine ansprechende Teilverkleidung gehörte. Alle vier Maschinen konnten mit mehr als 140 km/h eingesetzt werden, zum Beispiel zur Überprüfung von Schnellzugwagen für hohe Geschwindigkeiten. 18316, 18323 und 18314 erfreuen uns noch heute als Denkmäler bzw. Museumslokomotiven. Hammel und Leppler, zwei hochbegabte Konstrukteure der Firma Maffei, brachten zusammen mit Richard von Helmholtz, Firma Kraus, weltweit beachtete Lokomotivneuschöpfungen auf den Weg. Zuerst für die Bayerische Staatsbahn, dann auch für die Badische. Schließlich entstand die weltberühmte 2C1-Lok der Gattung S36, eine Heißdampf-Vierzylinder-Verbundmaschine. Ihren Schöpfern gelang zum Beispiel im Verhältnis der Hauptabmessung zueinander, aber auch in vielen Einzelheiten, technisch funktionell ein großer Wurf. Dies gilt besonders auch in ästhetischer Hinsicht. 18 Loks, eine als Modell im Bild, wurden mit 2 Meter großen Treibrädern ausgestattet. Sie dienten insbesondere der Beförderung durchlaufender Züge von München nach Nürnberg und Würzburg, also denjenigen Städten, in denen ab 1928 die meisten S36-Loks, Reichsbahnbaureihe 18/4 bis 18/5, stationiert waren. Sie führten den Orient-Express über die Geislinger Steige, den Ostende-Wien-Express über die Höhen des Spessarts, den Paris-Karlsbad-Prag-Express nonstop eine Strecke von 203 Kilometern und den Luxuszug Rheingold zwischen Mannheim und Emmerich. S36-Loks erreichten Testgeschwindigkeiten bis zu 152 km/h, absolvierten souverän eine Langstreckenfahrt Hamburg-München 820 Kilometer ohne Ausschlacken oder begeisterten durch aufsehenerregende Steigungsfahrten bei Treuchtlingen. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde die S36 von mehr als 20 Bahnbetriebswerken aus in den meisten deutschen Ländern eingesetzt. Thank you.
In den 50er Jahren hat man 30 der Loks rekonstruiert, unter anderem neue geschweißte Kessel mit Verbrennungskammern eingebaut und als Baureihe 18/6 bezeichnet. Sie konnten sich noch eine Zeit lang gegen die neuen Einheitslokomotiven behaupten und erbrachten in den wenigen Jahren nach ihrem Umbau Laufleistung von 1 Million Kilometern. Ihr Gesamtwirkungsgrad der Energieumwandlung wird nur noch von Maschinen des französischen Thermodynamik-Spezialisten Chapelon übertroffen. Ab 1961 wurde im BW Lindau das Ende auch dieser letzten ehemals bayerischen Stars der Schiene eingeläutet. Im August 1965 absolvierte die Lok 18622 unter internationaler Anteilnahme ihre letzte Fuhre von Radolfszell nach Lindau. 18505 der Lokversuchsanstalt Minden hatte ihre letzte Fahrt im Mai 1967 bei der Rückführung eines Messzuges von Oldenburg aus. Von den insgesamt 159 S36-Exemplare sind einige im regulären Betriebsdienst 57 Jahre alt geworden. Im Modell wird die Bewegung der Treibachse mit doppelt gekröpfter Achswelle vorgeführt. . 1923 bei Krupp bzw. 1926 bei Maffei wurden zwei Turbinenlokomotiven mit Abdampfkondensation im Tender konzipiert und hergestellt. Sie sind im Krieg durch Bombentreffer zerstört worden. Zuvor hatten sie nach etlichen Konstruktionsnachbesserungen ihre Vorteile gegenüber Kolbenmaschinen jahrelang im Schnellzugeinsatz unter Beweis gestellt, wobei die Krupp-Version sich als besonders geglückt erwies. Hier die hauptsächlichen Vorteile einer Turbinenlok. Der vom Kessel gelieferte Dampf, im Falle der Maffei-Lok unter einem erhöhten Druck von 22 bar, lässt sich weitgehender als bei einer Kolbenmaschine entspannen, bei Mitverwendung eines wassergekühlten Kondensators sogar herab bis auf Atmosphärendruck. Dies bedeutet einen erhöhten Anteil frei verfügbarer Energie. Die deutlichen Einsparungen im Brennstoff- und Dampfverbrauch lassen sich noch verstärken bei Verwendung einer Rückkühlanlage für das Kühlwasser der Kondensatoren, in unserem Falle auf dem Tender installiert. Eine Turbine hat keine hin- und hergehenden Triebwerksmassen. Auf die Schiene wird demzufolge ein völlig gleichmäßiges Drehmoment übertragen, was den Oberbau schont und auch bei hoher Geschwindigkeit für große Laufruhe sorgt. Die sächsische 20er V, später Baureihe 19/0, war bei ihrem Erscheinen die größte europäische Schnellzuglok und die einzige Länderbahn-Schnellzuglokomotive mit vier gekuppelten Achsen in der Gesamtachsfolge 1D1. Sie entstand ungeachtet des Erfolges der Baureihe 18/0 schon ein Jahr nach dieser. Beide Typen blieben aufgrund ihres bevorzugten Einsatzes im sächsischen Raum, im übrigen Deutschland, ziemlich unbekannt. Die imposanten Loks der Baureihe 19 sind mit einem Vierzylinder-Verbundtriebwerk ausgestattet. Wegen der mangelnden Größe der vorhandenen Drehscheiben musste man die Länge des Vierkupplers einschränken. Dies führte zu konstruktiven Problemen, insbesondere bezüglich des optimalen Verhältnisses Kesselleistung-Dampfmaschine und optisch zu einer drangvollen Präsenz der Bauteile im vorderen Lokomotivbereich. Der in 23 Exemplaren gebaute Vierkuppler, der sogenannte Sachsenstolz, war seinerzeit wirtschaftlich unübertroffen und zeigte sich als gut bis sehr gut geeignet für stark hügelige Strecken, zum Beispiel die Taranter Steilrampe, die Geislinger Steige und die Schiewe Ebene. Als weniger gut erwies sich die Leistung auf Flachlandstrecken im oberen Geschwindigkeitsbereich. Ihre Stammstrecke war die Relation Dresden-Reichenbach-Hof. Zwei 19er wurden unter der Leitung von Max Baumberg vorbildlich rekonstruiert. Die Dampfwege ließ er thermodynamisch korrekt, reichlich dimensioniert
und mit möglichst sanften Krümmungen ausstatten. Kessel, Zylindergruppen und Steuerung wurden weitgehend erneuert bzw. umgestaltet und der Radstand verlängert. Das Verbundtriebwerk geriet als neue Schweißkonstruktion zum Meisterstück. Beide Maschinen, seit 1967 mit Ölhauptfeuerung versehen, beeindruckten vor allem als Bremslokomotiven, wobei sich ihre hohe Reibungslast günstig auswirkte. Sie liefen jetzt unter der EDV-Nummer 04. "1941 präsentierte Hensche eine revolutionäre Schnellfahrlok, bei der vier ungekuppelte Treibachsen einzeln von je einem gekapselten Dampfmotor angetrieben wurden. Bei diesen handelte es sich um zwei Zylindermaschinen in V-Anordnung. Mit nur 1,25 Meter großen Treibrädern war die Lok bis zu 180 km pro Stunde schnell, bei völliger Laufruhe. Die Bahn setzte das als 19.1001 bezeichnete Unikat erfolgreich vor schweren Schnellzügen ein. Beschädigt durch einen Bombentreffer wurde sie nach dem Krieg von Henschel repariert, als Kriegsbeute über See verschifft, dort getestet und schließlich verschrottet. Dieselloks eroberten die USA. Gedacht unter anderem als Ersatz für die Baureihe 38/10, wurde 1941 von Schichau in Elbing eine vielversprechende 1C1 Personenzuglokbaureihe entworfen. Wegen des kriegsbedingten Vorrangs von Güterzugloks wurde sie aber nur in zwei Exemplaren ausgeliefert, obwohl sie allen Anforderungen vollauf genügte. Bei der Konstruktion fanden sowohl bewährte wie auch moderne Bauelemente Verwendung. Die Loks, die den Baureihen 01 oder 18/0 ähnlich sahen, wurden unter der Nummer 23 eingeordnet. Aus einer großen Nachkriegsserie wurde jedoch nichts. Der volkseigene Betrieb Karl Marx Babelsberg konstruierte und fertigte stattdessen unter Beachtung der an 23ern gewonnenen Erfahrung und modernster Baugrundsätze 111 Personenzugloks mit der Bezeichnung 23/10, welche mit beidseitig gebremsten Rädern auch vor Expressgut-, Schnell- und Eilzügen eingesetzt wurden, wie hier zu sehen bei der Abfahrt im Hamburger Hauptbahnhof. "1973 erwarteten wir beim Umsteigen in Erfurt eine Lok der Baureihe 23/10 als neue Zuglok, nachdem uns seit Bebra eine 01/5er am Haken hatte. Wir waren nicht wenig erstaunt, als Baureihennummer auf der Lok Stirnseite eine 35 zu erblicken, die letzte Ziffer hinter der Ordnungszahl, und ein kurzes Abschreiten der Lok, genau beobachtet von zwei Transportpolizisten, brachte Klarheit. Es war eine 23/10. Das Typenschild zeigte aber bereits die neue EDV-Nummer. Vor allem aufgrund ihres sehr verdampfungsfreudigen Kessels weisen sie im Vergleich zur P8 eine um rund ein Drittel höhere Zugkraft auf, übrigens ebenso wie die entsprechenden DB-Neubau-Loks. Manche Experten sprechen von den erfolgreichsten Neubau-Dampfloks der DR. Perfekt abgestimmt, so die Äußerung eines Lokführers unserer Tage. Die weitgehend schadensfreien Maschinen erreichten nicht einmal eine Einsatzzeit von 20 Jahren, nachdem sie die Baureihen 38 und 22 abgelöst hatten. In den 1960er Jahren trafen nämlich in großer Zahl Dieselloks der Baureihen V100 und V180 ein. Von der Baureihe 23/10 sind noch einige Exemplare vorhanden, davon zwei zurzeit 2016 betriebsfähig.
Westdeutschland wurde ebenfalls eine Neubaureihe 23 ab 1950 als letzte Dampflokgattung der Bundesbahn in Dienst gestellt. Bemerkenswert ist bei dieser nach den sogenannten neuen Baugrundsätzen konstruierten Lokomotive unter anderem die hohe Leistungsfähigkeit des hochliegenden Dampfkessels, die Rückwärtsfahrgeschwindigkeit von 85 km/h und das ringsum geschlossene Führerhaus mit bedienungsfreundlicher Innenausstattung. Dennoch musste im Laufe der relativ kurzen Einsatzzeit viel experimentiert, geändert und umgebaut werden, bis das Ergebnis als gut bezeichnet werden konnte. Der zeitlich nur noch sehr begrenzte Einsatz der Maschinen erfolgte an verschiedenen Orten der Bundesrepublik, im schweren Personen- und leichten Schnellzugdienst sowie ab und zu auch vor Güterzügen. Einige erhielten Einrichtungen zum Betrieb von Wendezügen. Wir erleben die inzwischen technisch weitgehend ausgereiften Lokomotiven bei ihrem täglichen Dienst im bergigen Hochsauerland der 70er Jahre. Unvergessen bleiben die Sonderzugfahrten anlässlich des 150-jährigen Deutschen Eisenbahngeburtstages um Nürnberg. Hier war die 23er sogar vor dem bekannten F21 Rheingold-Express eingesetzt. Für den Personenverkehr im Flachland, überwiegend in Ostpreußen und Norddeutschland, ließ die Deutsche Reichsbahngesellschaft die Einheitsbaureihe 24, das sogenannte Steppenpferd, entwickeln, im Hinblick auf die Achsfolge 1C und die 23er, eigentlich Baureihe 22. Sie war weitgehend baugleich mit der Einheitsbauart der Baureihe 64. Die beschleunigungsfreudigen beim Personal beliebten Lokomotiven hatten einen für Nebenbahn gut geeigneten Treibraddurchmesser und wurden auch auf den Steigungsstrecken Süddeutschlands eingesetzt. Nachdem die letzte 24er der DB 1967 verschrottet worden war, gelang es höchst engagierten Eisenbahnfans, die Loks 24009 und 24083 aus der DDR bzw. Polen in jeweils abenteuerlicher Weise in die BRD zurückzuholen und vor Sonderzügen einzusetzen. Beide Loks sind noch vorhanden, ebenso wie die 24004 als Exponat des Verkehrsmuseums Dresden. Die drei Steppenpferde stehen allerdings nur noch im Stall.
1954/55 wurden zwei Neubaulokomotiven mit der Achsfolge 1D als Baureihe 25 in der DDR für den Personenzugverkehr in Betrieb genommen. Die DDR-Zeitschrift Fahrt frei äußerte sich euphorisch über die ersten Einsätze dieser als Universallok gedachten Maschinen. Aber die Loks wurden aus verschiedenen Gründen bereits nach wenigen Jahren aus dem Dienst gezogen, nachdem sie die meiste Zeit auf dem Abstellgleis oder im Ausbesserungswerk weilten. Da half es auch nicht, dass mehrere technische Maßnahmen, unter anderem der Einsatz einer Kohlenstaubfeuerung, ihre Leistungsfähigkeit auf den hügeligen Strecken Thüringens zuletzt immerhin auf ein zufriedenstellendes Maß gesteigert hat. Die leistungsfähigen Loks der Baureihe 38/2, seit 1910 in 169 Exemplaren gebaut, waren für den Personenverkehr im dicht besiedelten Hügelland Sachsens zuständig. Auf der Strecke Dresden-Reichenbach und auf dem Abschnitt Dresden-Hof der Relation Breslau-München bespannten die 1320 PSI starken Maschinen sogar planmäßig Schnellzüge. Einige der sogenannten Rollwagen konnten noch 1971 beobachtet werden. Der Kosename gibt zu erkennen, dass diese Lokgattung trotz ihres vergleichsweise einfach konstruierten Zwillingstriebwerks gute Laufeigenschaften aufwies. Wer will entscheiden, ob die Loks der Baureihe 38/2 oder die der 38/10 als gefälliger anzusehen sind? Hier geht es vor allem um die Anordnung der Kuppelachsen. Man bedenke dabei, Gleichmaß kann als schön, weniger gleichförmiges jedoch als interessant empfunden werden. In den frühen 60er Jahren suchte ein eisenbahnbegeisterter Tübinger Student im dortigen Bahnbetriebswerk mehrfach die gepflegten Loks der Baureihen 64 und 38/10 auf. Manchmal fuhr er mit einer der preußischen Maschinen auf ihrem Weg nach Sigmaringen hinauf zu seinem Wohnort Dusslingen. Später erlebte er im Kölner Raum die letzten Exemplare der glorreichen P8, Vorrangier-, Bau- und Hilfszügen, aber auch noch vor Reisezügen. Ihr Einsatz hatte 1906 bei den Kölner und Elberfelder Eisenbahndirektionen begonnen. Nach laufenden Verbesserungen bis 1914 hatten sich diese robusten preußischen Loks derart bewährt, dass weitere in- und ausländische Bahnverwaltungen sie anschafften. Der Konstrukteur Robert Garbe konnte stolz auf seine Maschine sein. Der Wunsch, dass sie als Schnellzuglok eingesetzt würde, erfüllte sich allerdings schon wegen des relativ kleinen Treibraddurchmessers nur sporadisch. Dafür wurde sie eine Art Mädchen für alles und bewältigte nach den Weltkriegen den Großteil des Reisezugdienstes in Deutschland. Ihr fröhliches Bimmeln auf dem Weg von Bestwig zum Skiort Winterberg klingt uns noch in den Ohren. Insgesamt wurden rund 3.800 Maschinen gebaut. Eine davon brachte es auf 61 Jahre Dienstzeit. Das Feuer der letzten P8 bei der DB erlosch 1974, bei der DR bereits 1972. Ein Dutzend Loks der Baureihe 38/10 ist erhalten geblieben, davon zurzeit drei in betriebsfähigem Zustand. Thank you.
eine der 38er bekam versuchsweise einen Abdampfturbinentriebtender, der mit Kondensator und Rückkühler eine fast vollständige Entspannung des Dampfes ermöglichte. Nach einer Reihe von konzeptionellen und technischen Verbesserungen zeigte die Lok einen sehr deutlich verringerten Kohleverbrauch, jedoch nur im oberen Leistungsbereich. Die aufwendige Anschaffung und Unterhaltung sowie die zunehmenden Störungen bewirkten, dass der Versuch abgebrochen wurde. Wir haben das Glück, dass in unserer Heimatstadt der Ruhrtalbahn-Express seinen Ausgangspunkt hat, geführt von der verlässlich und liebevoll gepflegten Lok 38-2267 des Traditionsbahnbetriebswerks Bochum-Dahlhausen. Zum Abschluss sehen wir eine im preußischen Gewande verbliebene P8, aufbewahrt in der Firma Linke Hoffmann Busch. Preußens letzte Entwicklung einer Personenzuglok, benannt P10, später Baureihe 39, ist die stärkste Länderbahn-Personenzuglokomotive und als einzige vierfach gekuppelt. Zwei Loks blieben museal erhalten. Eine davon sehen wir hier noch im preußischen Farbkleid. Insgesamt 260 Exemplare dieser Gattung, die schon etliche Charakteristika der späteren Einheitsloks aufweisen, entstanden unter Beteiligung von 6 bekannten Lokfabriken. Für hohe Geschwindigkeiten erwies sich der relativ kleine Durchmesser der Treibräder mit 1,75 m als ungünstig. Die zuerst vorgesehene Schnellzugbaureihe Nummer 17 für diese Lok musste daher der Personenzug Nummer 39 weichen. Wegen der damaligen 20 Meter Drehscheiben hat man im hinteren Bereich konstruktive Kompromisse hingenommen. Der sehr kurz gebaute Stehkessel zwängt sich trapezförmig zwischen die beiden hinteren Kuppelräder. Die Tücken der Feueranfachung in der kleinen kupfernen Feuerbüchse und das häufige Rohrlaufen zählten zu den von der Reichsbahngesellschaft nur zögerlich angegangenen Problemen. Ein weiteres Problem war, dass die Maschine nicht die berechnete Leistung brachte. Wie sich in der Versuchsanstalt herausstellte, war dies die Folge von mangelhafter Luftzufuhr. Die notwendigen Umbauten wurden 1954 von der DB an einer Lok durchgeführt und brachten eine um 42% erhöhte Zugleistung. Sie wurden aber wegen der bevorstehenden Traktionsumstellung an den übrigen Loks nicht mehr vorgenommen. Ihrem ursprünglichen Konstruktionsziel, schwere Züge in hügeligem Gelände zu führen, kamen die Loks aber zufriedenstellend nach. Sie wurden sogar überwiegend vor Eil- und Schnellzügen eingesetzt, insbesondere von Offenburg aus auf Strecken in Süddeutschland. Deren Oberbau musste allerdings für diese schweren Loks ohne Tender 110,4 Tonnen solide genug sein. Anzutreffen war die Preußin unter anderem auch auf der Schwarzwaldbahn, der Main-Weser-Bahn, der Ruhr-Sieg-Strecke und in der Pfalz. Vor ihrer Ablösung durch die andernorts frei gewordene Baureihe 01 erlebten und filmten wir sie hautnah im BW Deutzer Feld, freundlich und hilfreich geduldet vom Personal. Zuletzt sah man sie vor Zügen im Raum Stuttgart, zum Beispiel auf der Strecke Backnang-Schwäbisch Hall und auf der Eifelstrecke zwischen Köln und Trier bzw. Saarbrücken. Eine 39er können wir hier im BW Bochum-Dahlhausen
anlässlich der 150-Jahr-Feier der Deutschen Bahn beobachten. Diese Maschine hatte im Ausbesserungswerk Offenburg als Krangewicht überlebt und steht heute im Deutschen Dampflokmuseum. Die andere in der Firma Linke Hoffmann Busch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die in der DDR verbliebenen Loks wegen ihres schlechten Zustands einer größeren Überholung mit vielen konstruktiven Verbesserungen unterworfen. Insbesondere erhielten sie neue Verbrennungskammerkessel. Man ordnete sie jetzt der neuen Baureihe 22 zu. Die 22er zogen Schnell- und Eilzüge auf Strecken der sächsischen und thüringischen Mittelgebirge. Wir haben die abgestellten Maschinen im Gelände des BW Saalfeld entdeckt. Aufgrund des Bedarfs an stärkeren und schnelleren Nachfolgern für die noch vorhandenen Länderbahn-Güterzugloks wurden ab 1936 von der Firma Schwarzkopf zwei Vorausexemplare einer neuen Baureihe 41 mit der Achsfolge 1D1 entworfen und gebaut. Hierbei fanden die ausgezeichneten Kessel der Baureihe 03 Verwendung. Unter Beteiligung fast aller Lokomotivfabriken entstanden im Weiteren insgesamt 366 Stück dieser ersten Mehrzwecklokomotive der DRG. Die Lokomotiven bekamen später sowohl bei der DB als auch der DR vollständig geschweißte Hochleistungsneubaukessel mit Verbrennungskammern. 40 Loks der DB erhielten eine Ölhauptfeuerung. Diese über 2100 PSI starken Renner, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h, dienten vor allem dem schnellen Güterzugdienst, häufig auch dem Schnellzugverkehr auf der sogenannten Rollbahn Wanne-Eickel, Münster, Osnabrück, Bremen, Hamburg. Bei der DR galten die 41er als die vielseitigsten ihrer Dampfrösser. Ihre Einsatzstellen verteilten sich weit über die DDR. Tauchte eine Lok mit trapezförmiger Speisewasser-Mischvorwärmeanlage über der Rauchkammer auf, konnte eine 41er daraus werden. Sie wurden planmäßig und manchmal auch sporadisch vor Eilgüterzügen, Personen und Schnellzügen auch auf hügeligen Strecken eingesetzt. Auch 1987, also ein Jahr vor dem Ende des Dampflokbetriebs in der DDR, haben wir zwei 41er im Saaletal vor die Linse bekommen. Wild eingesetzt von der Saalfeld-Einsatzstelle Göschwitz. Die Lok 41360, stationiert und liebevoll gewartet in Oberhausen, ist seit vielen Jahren ein Highlight vor Sonderzügen im Ruhrgebiet und darüber hinaus und unterstreicht dies mit einem fast einmaligen, unvergesslichen Sound.
Sonderfahrten Abschied vom Dampflokbetrieb in Rheine und Emden am 23. Oktober 1977. 3 Tage später wurden die ölgefeuerten 44er mit den Ordnungszahlen 315 und 903 im BW Emden nach unspektakulären Arbeitseinsätzen im Erzhafen Emden bzw. in Oldersum als letzte Dampfloks im BW Emden abgestellt. In Rheine hatte kurz vorher die ölgefeuerte 41 mit der Nummer 113 ihren Dienst quittieren müssen. Der Abschied von den kohlegefeuerten 44ern hatte bereits am 14. und 15.05.1977 im BW Gelsenkirchen-Bismarck stattgefunden. Die während des Zweiten Weltkriegs gebauten Loks der Kriegsbaureihen 42 und 52 waren robust und leicht zu warten. Einzelne Bauteile wie der Versuchs-Brotan-Kessel dieser 42er ließen sich einfacher herstellen. Die strengen Winter, vor allem im tiefen Osten, stellten andererseits besondere Anforderungen an Materialkonstruktion und Mensch. So mussten beispielsweise die Führerhäuser doppelwandig und vollständig geschlossen sein, Kessel und Tenderwasserkasten mit Glaswolle isoliert werden und alle verfügbaren Lösungen für das Problem des gefrierenden Wassers Anwendung finden. Je eine 42er überlebte in Österreich und Luxemburg. Die Firma Henschel rüstete 2 Loks der Baureihe 52 bei angehobenem Kessel mit Franco-Crosti-Abgasvorwärmern aus. Neue Kennzeichnung der Lok 42/90. Ziel war das Einsparen von Brennstoff bis zu 18%. Bei dieser Konstruktion wurden die durch den Langkessel in die Rauchkammer geleiteten Rauchgase nicht wie gewöhnlich über den Schornstein ausgestoßen. Stattdessen erfolgte in der Rauchkammer ihre Umlenkung um 180 Grad wieder zurück Richtung Führerstand, wobei sie ein oder zwei neben oder unter dem Langkessel angeordnete Vorwärmerröhrenkessel passierten. Die dabei erreichte Vergrößerung der Gesamtheitsfläche ermöglichte eine erhöhte Nutzung der Abgaswärme zur Vorwärmung des Kesselspeisewassers. Von jedem Vorwärmer aus gelangten die Gase in je einen Schornstein, der seitlich am Kessel angebracht war. Der normale Schornstein wurde für die Abzugshauben der Lokschuppen zusätzlich beibehalten. Die ersten schweren Einheitsgüterzuglokomotiven entstanden zu Testzwecken in 2 Bauarten, die sich bis auf das Triebwerk nicht unterscheiden. Die 43er haben ein Zwillings-, die 44er ein Drillingstriebwerk. Bei mittleren Leistungen erreichten die 43er einen hervorragenden Gesamtwirkungsgrad. Jedoch ab 1500 PSI zeigten sich die 44er als überlegen. Insgesamt hat man daher nur 35 Loks der Baureihe 43 gebaut. Von den hochachtungsvoll Jumbos genannten Schwergewichtlern der Baureihe 44 mit 110 Tonnen Lokdienstlast verlangte bereits das erste Einsatzprogramm die Beförderung von 1200 Tonnen über Strecken der Mittelgebirge und 600 Tonnen über Steilrampen. Die sehr leistungsstarken Drillingsmaschinen wurden für den schweren Güterzugdienst unverzichtbar. Insgesamt hat man fast 2000 Stück von in- und ausländischen Firmen zwischen 1926 und 1949 erbauen lassen. Im Laufe der Jahre wurden die 44er mehrfach verändert und umgebaut. Genannt werden soll, jeweils für einen Teil der Maschinen, der Einbau eines Mischvorwärmers, einer Verbrennungskammer,
der Kohlenstaubfeuerungssystem Wendler, verwendbar auch für Braunkohle, die Stoker-Feuerung und insbesondere die Ölhauptfeuerung, welche für Mensch und Maschine in mehrfacher Hinsicht die ökonomischste ist. Als weitere Errungenschaft galt die Speisewasserreinigungsanlage, bei welcher durch Soda-Zusatz erreicht wurde, dass der Kessel frei von Schlamm und Kesselstein blieb. Interessant ist auch, dass die zuerst für den Antrieb der Steuerung des inneren Zylinders verwendete Hubscheibe durch eine Kröpfung der Achswelle des dritten Kuppelradsatzes ersetzt wurde, so wie wir es heute kennen. Zwei Versuchsloks der Baureihe 44 arbeiteten mit einem Vierzylinder-Verbundtriebwerk. Der Überdruck in ihrem Dampfkessel betrug 25 Bar, die Überhitzung bis zu 450 Grad Celsius. Die erzielte höhere Wärmewirtschaftlichkeit wurde aber durch Korrosionsschäden und Undichtigkeiten bald wieder wettgemacht. Kriegsbedingt unterblieben weitere Versuche mit neu entwickelten Werkstoffen. Dampf- und Dieselloks gehören zu den sogenannten Wärmekraftmaschinen. Ihre Grundlage ist die Arbeit oder mechanische Energie, die bei der Expansion von heißen Gasen oder Dämpfen über die Kolbenbewegung gewonnen wird. Dabei kann immer nur ein Teil der Energie einer bestimmten Wärmemenge, die von außen zugeführt oder in der Maschine erzeugt wird, beim Absinken der Wärme von Bereichen höherer Temperatur zu solchen mit niedriger Temperatur in Arbeit umgewandelt werden. Laut dem zweiten Hauptsatz der Wärmelehre nämlich, kann ein bestimmter Wert des Wirkungsgrades nicht überschritten werden. Dieser Wert hängt von der Größe des Temperaturgefälles ab. Der andere Teil der zur Verfügung gestellten Wärmeenergiemenge geht sofort durch Verteilung an die Umgebung verloren. Dies ist ein grundsätzlicher Nachteil von Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren, welcher bei der Umwandlung elektrischer Energie nicht gilt. Voraussetzung ist allerdings, dass der elektrische Strom nicht aus der Verbrennung fossiler Energieträger gewonnen wird. Damit ein Zyklus die Voraussetzung einer Maschine aus der Expansion wird, muss das nachströmende Medium den Kolben abwechselnd von zwei Seiten bedienen. Je höher in der Dampflokomotive die Temperatur des Wasserdampfes ist, umso größer ist auch der Kesseldampfdruck. Das Maß an gewinnbarer mechanischer Energie lässt sich als P mal V-Fläche im Indikatordiagramm einer speziellen Apparatur an der Lok ablesen.
Wie anfangs gesagt, vermag der interessierte Mensch mit seinen Sinnen und dem Verstand die wichtigsten Vorgänge an einer Dampflok intuitiv zu erfassen. Zugrunde liegt dieser Maschine jedoch, außer der erwähnten anspruchsvollen Thermodynamik, eine höchste Präzision erfordernde Mechanik. Eine neue oder rekonstruierte Dampflok ist nicht in absolut vollständiger Weise berechenbar und ihr Verhalten und Leistungsvermögen in den verschiedensten Situationen der Praxis nicht exakt vorherzusagen. Ein Beispiel sind Schlinger- oder Zugbewegungen im Bogenlauf aufgrund eines unzureichenden Ausgleichs der hin- und hergehenden Triebwerksmassen oder die Schwerpunktlagen einzelner Baugruppen. Gute Konstrukteure verfügten sowohl über die genaue Kenntnis bewährter Theorien als auch über viele Erfahrungen in der Praxis. Eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Belegschaften der Lokomotiven und Werkstätten war selbstverständlich. Lok 44196 führt einen Gesellschaftssonderzug zwischen Rheine und Emden in beiden Richtungen, im Wechsel mit Lok 41113 des BW Rheine. Die in Rheine bis zuletzt eingesetzte Lok 44196 hat man danach unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Salzbergen als Denkmal aufgestellt. Die folgenden abschließenden Aufnahmen sind beim Einsatz kohlegefeuerter 44er des BW Gelsenkirchen-Bismarck im Ruhrpott-Alltagsbetrieb entstanden.